Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber die Sonne ist rausgekommen, was in diesen Berliner Jahreszeiten nicht nur eine besondere Freude ist, sondern auch ein gutes Omen für unsere Tagung. Darf Sie herzlich begrüßen, auch lieber Joachim Bühler, lieber Ralf Füchs. Wir sind als Heinrich-Böll-Stiftung, das wollte ich Ihnen unbedingt sagen, sehr, sehr froh, dass Sie alle heute hier sind und auch sehr, sehr froh über die Kooperation mit dem BITKOM. Die digitalen Fragen sind für uns als Heinrich-Böll-Stiftung von großer Bedeutung. Wir versuchen uns in vielerlei Hinsicht diesen Fragen anzunähern. Und unser Eindruck ist, dass auch wenn das Schlagwort der Digitalisierung ja schon eine lange Tradition hat, auch hier in der Kooperation mit Ihnen sickert doch erst so langsam durch, wie tiefgreifend eigentlich die Transformation der Digitalisierung in allen Lebensbereichen wirklich ist. Deswegen sind wir sehr erfreut, dass sich die heutige Tagung befasst mit der digitalen Transformation. Wir begreifen den Begriff der Transformation nämlich in der Tat so, dass es nicht einfach nur um irgendeinen technischen Wandel geht, sondern eben um völlig veränderte Lebensverhältnisse in vielerlei Bereichen und zentrale Aspekte dessen sprechen Sie ja heute an. Für uns als Böll-Stiftung ist übrigens die Digitalisierung nicht nur ein Fachthema, sondern sie ist auch eine Herausforderung für unsere Arbeit als Bildungseinrichtung. Das wollte ich auch gerne erwähnen. Was heißt eigentlich politische Bildung im digitalen Zeitalter? Das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Frage, wie überhaupt für politische Bildungsarbeit. Und auch da sind wir sehr interessiert an einem Dialog mit Ihnen. Die Aspekte, die Sie heute diskutieren, Mobilität, Gesundheit, Logistik, Finanzwirtschaft, sind Zentralthemen im Bereich der digitalen Transformation. Trotzdem haben wir uns sehr gefreut, dass wir ein Abschlusspanel haben zum Thema Arbeit. Industrie 4.0, Arbeit 4.0 ist für uns ein zentrales Schlagwort. Die Experten streiten ja, ob es wirklich Arbeit 4.0 ist oder eher Arbeit 3.0, aber das überlasse ich Ihrer Diskussion. Das ist für uns deshalb sehr, sehr wichtig, weil da nicht nur die Zukunft ökonomischer Produktivität dranhängt, sondern auch eine veritable, ich sag mal, soziale Frage. Die Flexibilisierung von Arbeit, die Individualisierung von Arbeit hat große Chancen, aber sie wirft auch ganz neue sozialen Fragen auf, von freier Arbeit, von möglicherweise auch prekärer Arbeit, der wir uns gemeinsam widmen müssen und heute sicher auch widmen werden. Ich will last but not least nochmal herzlich danken, und zwar vorneweg natürlich Joachim Bühler von dem BITKOM, aber auch unseren beiden Keynotes, die würde ich gerne exemplarisch erwähnen, nämlich Wolf Lotter von Brand 1 und Kay Pastucci vom SAP-Lehrstuhl hier an der Uni Potsdam. Ich will herzlich danken Ute Brümmer und Michael Stonjenko, die von Stiftungsseite die Tagung mit begleitet haben, aber genauso den Kolleginnen vom Tagungsbüro und von der Technik. Und dann ganz wichtig für die konzeptionelle Begleitung und Entwicklung Tobias Mayer, Nathalie Müller und Franziska Raspe. Dafür herzlichen Dank. Es gibt draußen einen Bücherstand, das haben Sie gesehen, von der Buchhandlung Vorwärts. Da sind interessante Bücher zum Thema zu finden, auch einige, die ich jetzt noch nicht kannte. Also schauen Sie sich das gerne an. Ich danke für alles und übergebe an Joachim Bühler, der jetzt für den BITKOM begrüßen wird. Dankeschön. Ja, lieber Peter Siller, lieber Herr Füchs, lieber Tia Janoczek, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für diese ganz freundliche Begrüßung zum Wetter. Und zu diesem wunderschönen Wetter wurde ja schon einiges gesagt. Das freut natürlich auch mich sehr. In dieser Woche, die so ein bisschen durch so, ich will fast sagen, so zwei Gegensätze gekennzeichnet ist.
Auf der einen Seite haben wir gestern die neuen Zahlen von Herrn Weise vernehmen können, der uns mal wieder eine Rekordbeschäftigung in Deutschland bescheinigen konnte. So wenig Arbeitslose wie seit der deutschen Wiedervereinigung gab es noch nie. 44 Millionen Beschäftigte sind möglich in Deutschland. Und das sind natürlich Zahlen, die wir uns hätten vor 10 Jahren so längst nicht erträumen lassen oder vor 7 Jahren, als wir mal diese Konferenz hier gestartet haben. Das heißt, auf der einen Seite eine wirtschaftliche Blüte, wie wir sie kaum erlebt haben. Auf der anderen Seite läuft gerade bei der ARD eine Themenwoche, die da lautet, ob der Roboter in Zukunft die Menschen ersetzen wird. Und da sind wir, lieber Peter Siller, du hast es eben angesprochen, mitten im Thema. Es geht um das, was wir hier als digitale Transformation beschreiben. Es geht um das, welche Auswirkungen wir hier erleben, allumfassend in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, aber natürlich auch in der Arbeitswelt. Und da will ich mal ein Beispiel herausgreifen, was keine 8 Wochen her ist. Da ging es nicht um IT-Unternehmen, es geht nicht um die Softwareindustrie, sondern, ich weiß nicht, wer von Ihnen das noch kennt, das Modehaus Sinlevers hat Insolvenz angemeldet. Sinlevers gehört zum Modehaus Whirl, ein Unternehmen, was man bis vor wenigen Wochen noch als klassischen deutschen Mittelständler bezeichnet hätte, vielleicht sogar als Hidden Champions, also das, wofür Deutschland eigentlich so berühmt ist. Und die Kennzeichen sind alle so, wie wir uns eine gute Unternehmung in Deutschland vorstellen. Eine über 80-jährige Firmengeschichte, in Familientradition geführtes Unternehmen in der 3. Generation. Die meisten Beschäftigten, die das Modehaus Whirl und Sinlever beschäftigten, waren in der dualen Ausbildung selber ausgebildet. Das Unternehmen war regional verortet, sozial engagiert, der regionale Fußballverein etc. pp. Und jetzt, 2016, die Insolvenz. Was ist passiert? Die Modeindustrie hat sich, glaube ich, in den letzten 80 Jahren verändert wie kaum etwas anderes. Vor 80 Jahren haben wir noch unsere Kleidung beim Schneider machen lassen. Es kamen große Modehausketten, es kam der Versandhandel. All diese Dinge kamen und überall konnte der deutsche Mittelstand, konnte dieses Modehaus reüssieren und konnte sogar besser werden als jemals zuvor. Und jetzt, im Jahre 2016, das aus. Und jetzt bin ich kein Analyst, aber wenn man den Analysten glauben darf, dann hat diese Insolvenz ganz maßgeblich damit zu tun, worüber wir heute reden, nämlich über die Frage, bewältigen wir hier in Deutschland, bewältigen unsere Mittelständler, bewältigen unsere Leitindustrien diese digitale Transformation, ja oder nein? Auch wenn der Online-Shop nicht mehr für eine komplette digitale Transformation stehen kann, so ist es doch sinnbildlich, dass bei dem Modehaus Sinlevers jetzt in der Insolvenz im Jahre 2016 über die Einrichtung eines Online-Shops nachgedacht wird. Jetzt. Amazon gibt es seit 1994, Zalando seit 2008. Das sind keine 2 Jahrzehnte, das sind Lichtjahre in diesem digitalen Zeitalter. Und wenn man so fahrlässig mit diesem Thema umgeht, wie es hier exemplarisch zu sehen ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir im Grunde genommen so durch diese digitale Transformation kommen, damit wir nach der Transformation das sind, was wir heute sind, nämlich die 4. größte Volkswirtschaft der Welt. Um das geht es, um nicht mehr oder weniger. Und es geht hier nicht um einzelne unternehmerische Entscheidungen, sondern es geht um die Frage, verstehen wir es und packen wir es auch an? Wir haben das mal in Umfragen gekleidet. Wir haben die deutsche Wirtschaft gefragt, wie haltet ihr das denn mit der digitalen Transformation? Und die Awareness, also die Sensibilität, die ist durchaus da. 3/4 der deutschen Unternehmen geben an, dass das Thema Digitalisierung eines der ganz zentralen Herausforderungen für ihre eigenen Unternehmungen sind. Aber, und das ist quasi die Kehrseite Medaille, jedes zweite Unternehmen, mehr als jedes zweite Unternehmen, hat keine Digitalisierungsstrategie, hat also keinen Kompass, wie sie durch diese digitale Wirtschaft eigentlich navigiert. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht nur besorgniserregend, sondern das ist etwas, was vielleicht in anderen Phänomenen, und wir sind ja heute hier bei der Böll-Stiftung, uns ganz ähnlich passiert. Jeder redet über Digitalisierung. Es gibt auch keinen Tag, an dem nicht die Zeitung voll davon sind. Es gibt keine Tagung, die nicht um dieses Thema diskutiert. Es gibt keine IAA, die nicht ohne dieses Thema Digitalisierung ankommt. Aber die Frage ist das so eine Art Digitalisierungswashing, wie wir es mal mit den Greenwashing-Kampagnen der 90er Jahre zu tun hat? Oder meinen wir es wirklich ernst und deklinieren das mal durch und gehen es auch an?
Das heißt, unternehmerisch Digitalisierung zur Chefsache machen, ist nicht mal im IT-Fuzzi überlassen. Digitalisierung auch in die Arbeitswelt zu integrieren, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, sich überlegen, wie sieht meine Arbeitswelt der Zukunft denn eigentlich aus, diese Diskussion zu führen. Tun wir das wirklich oder reden wir nur lapolar? Und ich will eine Sache nennen, die mich auch besorgt hat, ist am Anfang dieser Themenwoche, wo ich glaube, dass wir noch einen unheimlichen Nachholbedarf haben, die jenseits dieser Wirtschaftskompetenz liegt. Solange im deutschen Fernsehen Psychologen Thesen verbreiten dürfen, die an Konservativismus nicht zu überbieten sind, so lange können wir schlechterdings erwarten, dass all diejenigen, die wir in Schule, in Bildungsinstitutionen auf diese digitale Transformation, auf eine komplett digitalisierte Welt vorbereiten wollen, auf analogen Inseln zurechtkommen müssen, die mit Verboten zu rechnen haben, ihr Handy oder ihr Smartphone zu nutzen. Vor 400 Jahren wurde der Buchdruck erfunden. Gutenberg hat das Thema Lesen und Wissen demokratisiert. Wenn man sich anschaut, was der Klerus, der damals ja das Privileg hatte, Bücher schreiben zu können und auch lesen zu können, über den Buchdruck gesagt hat, wenn man sich anschaut, welche Warnungen, welche Diskussionen es da gegeben hat, nur mal so ein paar Zitate. Lesen ist schlecht für die Augen. Lesen überfordert die Gedankenwelt des einfachen Mannes. Lesen ist nichts für Frauen. Bildung ist gefährlich für die Psychologie der Menschen. Wenn Sie sich diese Debatten anschauen und wir im Jahre 2016 eine ähnliche Diskussion führen über eine Technikverweigerung, über eine Verweigerung, diese Technologie, diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirklich ernsthaft anzugehen, dann, meine Damen und Herren, weiß ich nicht, welchen Rat wir anderen Worlds und Co. geben sollen, wie Sie hier diesen Weg sinnvoll navigieren können. Deswegen freue ich mich, dass wir heute hier in diesem Rahmen diskutieren, und zwar nicht nur aus einer Wirtschaftsperspektive, sondern eben auch gesellschaftspolitische Themen, dass wir dieses Thema hier zum 7. Mal nachhaltig auch angehen, nicht nur im Sinne einer Washing-Campaign einzelne Aspekte rausgreifen, sondern dass wir uns hier nachhaltig über Jahre mit Ihnen gemeinsam über diese Fragen austauschen. Und ich freue mich, dass es wachsende Begeisterung findet, dieses Thema, und dass wir immer wieder nicht nur interessante Themen haben, sondern ganz relevante Fragen hier diskutieren und damit vielleicht einen Beitrag leisten, um von einem abstrakten Diskussion hin zur praktischen Umsetzung, hin zu den Maßnahmen, die uns weiterhelfen, mit dieser digitalen Transformation umzugehen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, aber natürlich auch politisch. Dass diese Konferenz zustande kommt, ist, und der Peter Siller hat es gesagt, vielen Leuten zu verdanken, die hier mitgewirkt haben. Ein ganz tollen Team in der Heinrich-Böll-Stiftung um Michael Stonjenko. Bei uns, ich erwähne Frau Franziska Raspe, Nathalie Müller, die Kollegen von der Technik, aber natürlich auch, lieber Herr Siller, ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie das hier möglich machen. Und an alle Referentinnen und Referenten, die zu diesem Erfolg beitragen, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche einen erfolgreichen und einen ganz tollen Tag und freue mich schon auf die Netzregeln 2017. Dankeschön. Vielen Dank, Joachim Bühler, vielen Dank, Peter Siller, für die Eröffnung. Wir fangen jetzt an mit dem Programm. Zum Wetter, zur Sonne muss ich nichts mehr sagen, ist auch, glaube ich, gerade weggegangen. Die Keynotes, zwei Panels und der Abschlusstalk finden hier im Saal statt. Im kleinen Saal nebenan finden die beiden Panels statt zu Gesundheit und zu Finanzen. Wir werden einen Livestream haben der Veranstaltung, und danach dann auch können Sie bzw. die jetzt heute keine Zeit haben, hier persönlich da zu sein, können diese Veranstaltung dann auch sich nachsehen bzw. nachhören. Was, glaube ich, noch nicht gesagt worden ist, die Initiative Deutschland sicher im Netz von den Kollegen von der Bitkom steht draußen, und wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, dann können Sie die dort ganz sicher erstens loswerden, zweitens auch fachlich gut beantwortet werden. Jetzt erster Tagesordnungspunkt, Keynote zum Thema die digitale Transformation der Gesellschaft, Revolution, Evolution, Hoffnung. Ich gehe davon aus, dass wir heute nicht dieses Washing, von dem Joachim Bühler vorhin gesprochen hat, nicht machen werden, auch weil wir Wolf Lotter gewinnen konnten, diesen Vortrag zu halten. Welche Fundamente braucht die digitale Transformation? Welche politische Steuerung ist notwendig? Wolf Lotter, deutsch-österreichischer Journalist und Autor, Mitgründer, Leitartikler von Brand 1. Vielen Dank, dass Sie zugesagt haben. Was ich an Ihren Leitartikeln immer gut finde, ist so etwas Doppeltes, diese Einordnung und das Herausfordernde. Einordnen, wie ist das, wie läuft das eigentlich? Und das Zweite ist, was kann ich persönlich damit anfangen, was kann ich persönlich damit
wie soll ich das selber für mich einordnen? Ich denke und hoffe, dass wir heute zu unserem Thema etwas von Ihnen hören werden. Bitte schön.